Moin Leute, hier ist Philipp Black, wir sind wieder zurück. Ich weiß, es hat länger gedauert, aber es musste sein, weil wir hatten echt viele Komplikationen beim Umbau. Aber ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Auf die Spannung? Sagt man das so? Ja, auf die Folter spannen. Ja. Ich will euch aber nicht länger auf die Folter spannen. Tanassi, Kameramann, lass es uns ganz Deutschland zeigen. Oh yeah! So, jetzt habe ich euch das Auto vorgestellt. Es war auf jeden Fall eine ganz harte Arbeit. Es war nichts Einfaches, als ich die S63 Stoßstange vorne eingebaut habe. A ist das Problem. Deswegen gibt es ja den AMG Styling Paket. Und AMG möchte einfach nicht, dass du es zum S63 umbaust. Und aus dem Grund haben die es einfach kompliziert gemacht. Und einige Mercedes-Benz-Händler geben dir das nicht. So, ich kenne aber jemanden, der hat mir alle Teile besorgt. Zu der S63 AMG Stoßstange fehlt, oder was du noch machen musst, sind die Radhausschalen. Der Pralldämpfer musste vorne neu. Und dann waren auch nochmal extra Schrauben für die Radhausschalen. Die mussten auch noch ran. Also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr komplizierte Arbeit. Ich hatte ja angefangen mit dem S63 Diffusor. Sah relativ gut aus. Nur das Problem ist, es gab leider deutschlandweit noch ein, zwei weitere S-Klassen. Die haben das auch gemacht. Und ich wollte einfach nicht so sein wie jemand anderes. Ich sage ja, mein Auto soll immer das Einzigartige sein. Einige fragen mich auch, ja, wahrscheinlich holst du jetzt nach dem Video mit Jenner, mit dem Maybach-Taxi, wirst du auch Maybach holen? Ich sage, nein, er soll einzigartig bleiben. Er will der Einzige mit dem Maybach sein, soll er auch bleiben. Und ich bin sowieso der sportliche Typ, also habe ich das komplett zum S63 umgebaut. Also gibt es jetzt deutschlandweit als Taxi, bin ich der Einzige mit dem S63-Umbau. Vorne als auch hinten. Ist auf jeden Fall sehr kostenspielig. Hinzu kommt mein Sternhimmel. Also habe ich jetzt den S63-Umbau und den Sternhimmel. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr harte Arbeit. Aber mit Cheddar-Folierung. Danke nochmal an Cheddar-Folierung. Habe ich das Ganze hingekriegt. Ihr seid auf jeden Fall die Besten. Ihr habt es wirklich sehr, sehr toll hingekriegt. Wie ich euch gleich zeigen werde, ich habe das Auto einfach fast in meine E-Klasse gemacht. Am Ende des Tages hat mir das Schwarze mehr gefallen und ich wollte einfach das Schwarze haben. Ich habe den Grill vorne schwarz gemacht. Ich habe die ganzen Seitenleisten, Zierleisten habe ich alle schwarz machen lassen. Ich habe meine Felgen schwarz Pulver beschichten lassen mit dem Chromring Glanzdrehen außenrum. Vorne bei der S63 AMG Stoßstange habe ich dann nochmal das Rote wieder reingehauen. Das zeige ich euch nochmal. Und hinten am Diffusor habe ich auch was ganz leichtes Rotes. Das ergibt nochmal dieses ganz leichte, der ganz leichte Touch an Sportlichkeit. Einige sagen, finden die nicht gut. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, ich habe einen sehr, sehr guten Geschmack. Denn nicht umsonst gibt es so viele Nachahmer deutschlandweit. Und das ist ganz lustig. Es gibt einige Nachahmer, die haben meine E-Klasse nachgemacht und dissen mich noch auf auf Instagram. Aber dazu kommen wir dann ein anderes Mal. So, aber jetzt zeige ich euch ganz genau, was ich alles geändert habe. Ihr wisst ja, wie das alles angefangen hat mit meiner S-Klasse, als ich meine S-Klasse präsentiert habe als Taxi. Als erstes habe ich angefangen mit dem S63 Diffusor hinten. Dann habe ich angefangen, den Sternenhimmel einzubauen. Und gleichzeitig mit dem Sternenhimmel die S63 Stoßstange vorne einbauen lassen. Und jetzt zum Sommer hin habe ich meine 20 Zoller, die voll mit Chrom waren, schwarz beschichten lassen mit dem Chromring. So, danach bin ich halt chronologisch gegangen. Jetzt zeige ich euch mal vorne den Grill. Wie gesagt, mit Cheddar haben wir natürlich alles hingekriegt. Wir haben so viel probiert und abgemacht und dran gemacht und wieder abgemacht. Also, was habe ich hier mit dem Grill gemacht? Nicht komplett schwarz, nur das Äußere, das Außen hier ist mit schwarzer Folie beklebt und das, was hier drin ist, das seht ihr, mit Chrom, das haben wir so gelassen. Weil, wenn alles schwarz wäre, wäre es natürlich blöd. Das ist die Stoßstange, die haben wir eine viel größere Schnauze, definitiv. Und ich hatte erstmal einen Cut gesetzt, von hier vorne bis nach da vorne. Aber dann habe ich gemerkt, ich habe einen Fehler gemacht, weil dieses wahre AMG ist einfach verschwunden dadurch. Also da bin ich nochmal zu Cheddar gegangen und ich meinte, das müssen wir alles wieder rüber bekleben. Und ich sehe, sieht gut aus. Die Sportlichkeit hier, das kann man bei Mercedes auch in Chrom bestellen oder in Schwarz. Ich habe es in Schwarz bestellt, weil Chrom hätte nicht gepasst. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich hau das schöne Rote wieder rein. Und das ergibt dieses schöne Sportliche. So, parallel dazu oder passend dazu, beim S63 Diffusor, zeige ich euch mal, habe ich hier auch nochmal einen roten Strich gesetzt oder raufgeklebt. So, das passt dann natürlich zum Vorderen und das Rote passt zu dem, zu der Rückleuchte. Und hier, die Chromleiste ist in Schwarz.
Obwohl ich am Anfang gesagt habe, ich möchte es vielleicht in Chrom lassen, habe ich nicht gemacht. Die Leisten alle sind auch in schwarz, sieht man hier. Alles schwarz glänzend. Das sind meine 20 Zoller. Pulver beschichten lassen mit Klarlack. Das ist so wie so ein Perlmutt-Schwarz. Das ist der Chromring außen. Genau wie bei der E-Klasse auch. Die Türgriffe auf gar keinen Fall komplett schwarz. Das sieht einfach gar nicht gut aus. Das ist gar nicht mein Ding. Haben wir komplett schwarz gemacht. Passte aber nicht. Das hier außen ist eigentlich Chrom. Hier schwarz, da schwarz und in der Mitte die Taxifarbe. Oh, siehst du? So kann ich es auf- und wieder zumachen. Und? Die Carbonfolie habe ich auch geändert. Das Feine habe ich weggenommen. Wir haben neue Carbonfolie auch reingeklebt. Und das ist dann ein bisschen sportlicher. Als wir bei Adler das Taxi abgeholt haben, hat ihr das Taxischild hier hinten drauf geklebt. Ich habe es abmachen lassen und habe mir so ein Taxischild geholt. Das sieht viel besser aus. Das sah so aus, als würde er so salutieren. Aber er hat salutiert wirklich so. Nein, das sah einfach nur so scheiße aus hier hinten. Es ging einfach gar nicht und es hat mich krass gestört. Das habe ich so gemacht. Das Einzige, was mich persönlich noch stört und was ich dann jetzt noch mit der Zeit machen werde, aber wie gesagt, ich muss noch ein bisschen arbeiten und ein bisschen Geld verdienen, das sind die Einstiegsleisten. Die Einstiegsleisten, das ist das hier. Das muss noch leuchten. Und da steht jetzt gerade auf Chrom nur Mercedes-Benz. Und ich hole mir die leuchtenden AMGs. Und dann, wenn du einsteigst, sieht das so richtig schön dezent mit dem AMG-Schriftzug aus. Ich finde, das sieht richtig, das wäre richtig pervers noch. Und vielleicht, und das muss ich mir noch überlegen, werde ich die Bremssattel noch rot machen. Und ihr könnt mir eigentlich unten in die Kommentare reinschreiben, als Tipp so, was würdet ihr machen? Würdet ihr die Bremssattel rot machen oder nicht? Weil ich habe hier vorne das Rote, hinten das Rote und die Bremssattel nochmal in Rot mit einem AMG-Schriftzug. Oder aber mit Philip Black-Schriftzug. Das wäre auch eine Idee. Schreibt mir das einfach unten rein, was ihr davon halten würdet. Also zu meinem Sternenhimmel. Also das ist voll lustig. Wenn die Fahrgäste einsteigen, das Erste, was die sehen und mitbekommen, ist so, oh. Geil. Man hätte das auch in verschiedenen Farben machen können. Man hätte das auch in rosa, magenta, blau, grün, alle möglichen Farben mit Sternschnuppen und hier und 800 Sterne und 900 Sterne. Aber nein, ich wollte es dezent, weil mein Auto hat ja schon von innen so viel Ambientebeleuchtung und Fernseher und dies und das. Und dann hätte es nicht gepasst, wenn du oben im Sternenhimmel auch nochmal so viel Sternschnuppen und ähnliches gehabt hättest. Deswegen habe ich zu Chatter gesagt, wenn ihr das macht, bitte sehr dezent mit weißen Lichtern. So, und dann habe ich ein kann ich euch hier im Kofferraum zeigen, ist so ein, wie so ein Controller, dann kann ich das steuern damit, ob das schneller leuchten soll, dauerhaft leuchten soll, hier vorne ist das. So, dauerhaft leuchten soll, schnell leuchten soll oder je nachdem. Und ich habe das dann halt so eingestellt, dass es halt funkelt. Also ein ganz kleines bisschen, dann leuchtet mal die Seite, dann langsam wieder die Seite. Und das macht es aus. Das sind die Kleinigkeiten, die es ausmachen. Es könnte auch komplett dauerhaft einfach leuchten. Das wäre dann wieder so, Sterne funkeln halt. Aber wenn man in den Himmel schaut, dann siehst du auch, dann leuchtet mal der Stern und dieser Stern und Jupiter, Venus. Jänner, Venus. Ich habe einfach einen neuen Planeten erschaffen, Jänner. Grüße gehen raus an Jänner, Venus. Jänner, Venus, dein Planet. Ich habe einfach einen neuen Planeten erschaffen. AMG, Venus, ja. Venus Black. Und noch eine Sache. So viele fragen mich, was hat es mit dem Schuh des Manitus auf sich? Hier. Dieser kleine Nike TN-Schuh. Ups, der ist jetzt so ein bisschen eingeknickt. Der ist jetzt 18 Jahre alt. Das war der Schuh von meinem Bruder. Das war der erste Schuh. Und damals sind diese Nike TNs in dieser Farbe frisch rausgekommen. Und ich erinnere mich, wir waren in Amerika und da hat mein Papa mir die gekauft. Und meine Bruder und wir sind dann zusammen rausgelaufen. Das war so geil. Er mit seinen Nike TNs und ich mit meinem. Und seitdem habe ich den Schuh aufbewahrt. Das war mein S63 AMG Taxi. Deutschlandweit das einzige. Ich bin stolz auf Maybaby. Da können da draußen so viele sagen, ich gebe an oder ähnliches. Tue ich nicht. Ich habe so viel Arbeit, so viel Geld und so viel Kraft da drin investiert. Ich habe meinen Beruf zum Hobby gemacht. Oder andersrum. Ich habe mein Hobby mit dem Beruf einfach verknüpft. Macht immer das Beste draus, egal was es ist. Und glaubt mir, ihr werdet Spaß haben. Das zahlt sich aus, definitiv mein Auto. Wenn viele sich auch denken, nee, es wird sich nicht auszahlen. Es zahlt sich für mich auf jeden Fall aus. Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Schreibt mir das sonst unten in die Kommentare. Vielen Dank für euren Support. Lasst einen Daumen da, aktiviert die Glocke, teilt das Video. Und bis zu den nächsten geilen Videos. Euer Philly Black.